Grüß euch! Wunderbar, Stadis, Sonnenbrennhofer. Im November geht's zu, die Uhr macht zu. Jeder braucht ein Brennholz. Heute gibt's ein bisschen was von mir zum Brennholz, weil ihr sparen könnt ein paar Sachen. Und zwar gibt's da drei, vier Arten von Brennholz. Und da ist gewiss was für den einen oder anderen dabei, weil er sparen kann. Weil das Brennholz ist momentan brutal teuer und jeder will ein bisschen was sparen. Und wenn er überhaupt so eins kriegt, das Brennholz, ist er sowieso der Glücklichste, weil das ist alles ausverkauft, nichts mehr gibt's draußen. Und dann möchte ich es mal sagen, der kostet hinfahren zu den Leuten, hast du ein Brennholz? Dann sagt er, Fraule, willst du mit Euro zahlen? Das nehme ich gar nicht mehr, ich nehme bloß noch das Gold. Du kannst bloß noch mit reiner Gold zahlen, wenn du rausfährst zum Brennholz kaufen. Ne? Und darum will ich euch heute mal ein paar Sachen sagen, wenn man ein bisschen was sparen kann, und fangen wir gleich an, dass wir nicht lange umeinander reden. Jawohl. Na, sind wir schon da, bei der ersten Art von Brennholz. Die sind Meterbrigel. Ja, warum haben jetzt das Meterbrigel? Ganz einfach, weil sie sind einen Meter lang. Ne? Ja, manchmal ist auch der Meterstab gebrochen, bei einem oder anderen wird das kennen. Nein, sie sind halt nicht einen Meter lang. Ja, das macht aber nichts, weil es ist ja eh bloß ein Holz. Ja, Hip-Hopper kannst nichts mehr, aber wegschneiden kannst du allerweil was. So. Ja, aber bei uns sind sie allebei ziemlich einen Meter lang. Das ist ja relativ gewandt, weil die schneidest dreimal auseinander. Dann hast du 25er Scheibel, geht in manch Küchenofen rein oder manch Schwedenofen. Schneidest das zweimal auseinander, hast 33er Scheibel. Jawohl, 33er Scheibel. Das sind schon die größeren Öfen, die aber ein bisschen mehr Hitze bringen, oder? Schneidest das einmal auseinander, dann hast du 50er Scheibel. Das sind meistens die Scheitholzheizungen von diversen Herstellern. Da, wir haben auch eine, ich zeige es euch dann auch noch, da sage ich euch noch ein bisschen was dazu. Und dann weißt du das, ne? Und darum machst du da einfach einen Meter lang solche Scheitel und dann kannst du das herrichten, weil du das brauchst. Ja, da sieht man einen Kreuzstaus, der eine oder andere weiß, was ein Kreuzstaus ist. Ja, ist ein Ort, wenn man den anricht, dass er nicht umfällt. Ja, wenn du ihn recht lang machst, dann fällt er da meistens in der Mitte rein. Darum, allerweil sage ich mal so, oh mein Gott, nein, 3-4 Meter anrichten und hinter vorne einen Kreuzstaus hin, dann steht der, wie manch anders steht. Nicht? Also, einmal frei, schaut es euch an, da ist ein Hartholz dabei, wie Esche, Eiche und Buche, und da ist aber auch ein Buchholz dabei, wie ein Fichten. Das ist ganz wichtig, weil wenn es bloß ein Hartholz einschießt, das ist nichts, wenn es bloß ein Buchholz einschießt, das ist nichts, die Mischung macht es, ja, wie bei alles. Bei allem Sachen, da macht es die Mischung. Jawohl, dann rede ich gar nicht mehr weiter, sondern gehen wir zur nächsten Art von Brennholz, die es auch noch gibt. Ja. Jawohl, dann sind wir schon da bei der zweiten Art von Brennholz. Ja. Seht ihr hinter mir? Das ist ein Rundholz. Ja. Das ist unschwer zu erkennen, das ist nicht gespalten, das ist auch nicht zusammengeschnitten, das sind 4 Meter Längen. Bei mir liegen jetzt da 4 Meter Längen, die haben sich bewährt. Ja, da kannst du Meterbrigel machen, also einen Meter lang, da kannst du 2 Meter lange machen und dann kannst du 4 Meter lang. Kannst du auch 3 Meter machen, aber das ist jetzt sehr unüblich. Ne? Meistens 2 Meter oder gleich 4 Meter brauchen die Leute am meisten. Ja? Das ist die zweite Art und damit auch die, also brutal günstiger wie die erste Art, das Scheitholz. Ne? Da möchte ich sagen, sind es auf alle Fälle 50% vom Preis sparen. Das ist um die Hälfte günstiger. Ja? Warum? Ganz einfach, weil weniger Arbeit drin steckt. Weil, das ist nicht gespalten, das ist nicht hergeschnitten, das ist ein Rundholz, Punkt. Ja. Umkehrschluss, ihr müsst natürlich ein bisschen was arbeiten, ne? Dass da ein gescheites Brennholz rausbringt, weil so kannst du es nicht einholzen, beziehungsweise, ja, einholzen schon, aber bloß einmal. Und dann hast du da mal das Geschiss. Ihr müsst halt da das auseinanderspalten, dass richtig schön das Feuer und Fasern hinkommen, dass das in Flammen aufgeht. Nicht? Das ist ja ganz klar. Nicht? Also, ich würde vorschlagen, ihr lässt das Fitnessstudio sein, kündigen am besten und holt euch bloß noch Rundholz. Kauft euch einen gescheiten Spalter, kauft euch einen Wipsäge oder was es halt hat. Ich habe einen Wipsäge, wunderbar, der geht zack, zack, der lässt durch. Das ist wie am Fließband, das fliegt hinter das sich bloß wie die Wurstschein bei der Metzger Fachverkäuferin. Nicht? Kauft euch einen Spalter, kauft euch eine schöne Wipsäge, kauft euch ein Rundholz, da spart sich das Geld wieder rein und das investiert für die Wipsäge oder den Spalter, weil das ist um die Hälfte günstiger. Ja? Also, das war die zweite Art und die dritte Art, der ist noch günstiger. Aber
das ist nicht jedermanns Sache. Und die dritte Art, die sage ich euch jetzt. Jawohl, dann sind wir schon bei der dritten Art von Brennholz, was es so gibt. Und zwar der Hafer da. Der schaut ein bisschen wüst aus, aber Holz bleibt Holz. Das wird nicht schlechter. Deswegen, weil es jetzt da ein bisschen wüst auf einem Hafer liegt, nein, eher besser, wenn er schön durchtrickern, dann trickert schön, dann brennt es wieder, ein Teufel. Und zwar haben die Schwattling von meinem Sägewerk. Ja, das ist ganz eine rare Ware. Warum? Weil die Sägewerke das meistens als Hack Schnitzel machen oder was weiß ich. Auf alle Fälle ist das eine rare Ware, weil es nicht oft gibt. Und das ist fast das beste Brennholz, was es gibt. Warum? Weil es brennt, weil lichterloh. Weil es durchtrickern kann, weil die Fasern weit offen sind, dass es austrickern kann, wenn man das sieht, was das für eine Fläche ist, wo die Luft hier kann, dass das austrickern kann. Und das beste Faktor für euch, das ist das günstigste Brennholz, weil das ist nur mal günstiger wie das Rundware da hinten, seht ihr das da, die waren wir gerade geworden. Das ist nur mal günstiger, aber natürlich sehr, sehr, sehr selten und rar. Das ist kostet von ein Drittel von dem, was ein fertiges Scheitholz kostet. Also, schaut es euch an, das ist vorweg, weil ich hier das ein. Weil das ist ein wunderbares Brennholz. Schau dir das an, das ist jetzt schon drucker. Das Einzige, was sie machen müssen, natürlich, ein Anschneiden. Ja, damit sie ein Motorsäch haben, oder sonstiges, oder ein Wipsäch, oder ein Kreissäch auch, dann könnt ihr das einfach schön auseinanderschneiden. Und dann ist die Sache gegessen. Da haben ein paar große Breckel drin, das muss man schon sagen. Aber wer ein bisschen eine Spaltaxt hat, oder was, der kann sich da helfen, weil der Großteil, der kannst du einholzen, sofort. Und das bringt einen super Wurm und einen ganz angenehmen Wurm. Meistens haben auch noch schöne Breckel dabei, wie bei mir jetzt ein Apfelbaum. Ja, schaut es euch an, da, oder? Das ist ein Apfelbaum gewesen. Das ist ein wunderbares Holz. Und wenn man sich das ein bisschen hinlegt im Wohnzimmer drin, im Winter, dann riecht das Holz auch noch gut, weil ich habe einen Kirschbaum geschnitten, einen Apfelbaum geschnitten, einen Eschen geschnitten. Das riecht einfach, das hat einen Geschmack rein. Und dann hast du noch eine Freude dabei, weil du keinen Raumduft brauchst. Ne? Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, gell? Dass du eine warme Bude kriegst. Die wollen machen einen Ölofen rein, einen Gasofen. Ja. Und eine Hax, man, die ganz Guten, die machen natürlich eine Hackschnitzelheizung. Gell? Das ist ja direkt schon ein Statussymbol geworden. Gell? Wer keine Hackschnitzelheizung hat, der ist keiner. Ja? Ja, und ich habe damals vor 2 Jahren eine Scheitholzheizung gemacht, einen schönen Scheitholzkessel mit 0,5 Meter Priegel. Da weißt du, was du in der Hand hast, ne, wenn du da schießt. Ja, da haben mich alle ausgelacht und gesagt, mein Gott, nein, Scheitholz macht kein Mensch mehr, das hat man in den Krieg gemacht. Was ist denn eigentlich ein Holz? Ja, ich habe mir auch gedacht, ich habe mich verunsichern lassen. Ja, ob das so das Richtige ist, mit dem Scheitholz, da macht es eine Arbeit, ne, und Zeug und war. Ja, habe ich damals gemacht vor 2 Jahren, dann ist auch noch die Förderung gekommen, die ominöse Förderung für das ganze Holzvergaser-Kessel-Zeug. Die habe ich natürlich verpasst, nicht? Die Förderung haben wir nicht mitgenommen und alle haben nur mehr gelacht. Mein Gott, nein, bist ein halbes Jahr später, hast einen Haufen Geld verprasst und in den Wind gesetzt. Nicht? Ich habe mir gedacht, ja, die haben alle recht, vollkommen recht. Das war ein Fehler. Ja. Da habe ich noch mit einem geredet, der macht bloß Luftwärmepumpen, wird bloß noch Luftwärmepumpen einbaut, schön Strom erzeugen und mit Strom wird dann das ganze Haus geheizt. Und so haben wir schon damals gedacht, ob das so gut funktioniert. Ja, mein Gott, nein, ich glaube nicht. Aber die werden es schon wissen. Ja. Und dann schaut man jetzt die Preise von den Kesseln, nicht? Ob da noch von der Förderung so viel am Endverbraucher ankommt, ich weiß es nicht, wer da dann am Ende verdient. Na, bin ich doch jetzt ganz zufrieden, jetzt wenn man anschaut, auch Gaspreise und Ölpreise und weiß der Geier was, da bin ich ganz schön zufrieden, dass ich vor 2 Jahren die Heizung gemacht habe. Das sage ich euch ganz ehrlich, weil altbewährt funktioniert alleweil. Ja, und früher haben sie es auch schon eingeholzt, das Holz, das hat sich nicht verändert. Das Holz ist holzblim und macht eine Hitze und eine saubere Sache. Jetzt hat gerade der Kindl, jetzt raucht der Kindl. Gerade hat er gezündet, das passt ja wunderbar. Mein wunderbarer Ofen, brauche ich 15 Stier im Jahr, das ist nichts, darf ich sagen. Ja, fahre ich meine Gitterboxen rein, schiere ich ein, das ist eine wahre Freude. Und eine Hitze bringt es und kosten tut es mich faktisch fast nichts. Wie man es Holz hat, natürlich. Gell?
Schau her, wie schön, dass er raucht. Und ich kann schon mein Bude holz in der Nacht. Zeigt schon an, da wird schon ein bisschen frostig. Und mir tut's nichts, ich muss mich nicht kümmern. Wie ist jetzt der Ölpreis? Um Gottes Willen, was macht denn Russland? Ne? Nein, also, ich würde sagen, eine Hackschnitzelheizung ist gut, eine Scheitholzheizung ist gut. So Holzsachen sind nicht schlecht. Ja? Auch wenn man gemeint hat vor zwei Jahren, das ist eine absolute Steinzeit. Ne? Also, das war's wieder von mir. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten können. Wenn euch meine Videos gefallen, bewertet es positiv und abonniert den Kanal. Glocke aktivieren, natürlich, sonst geht's nicht, sagt der eine oder andere. Ja, bis zum nächsten Mal. Also ein Kronbelli. Jawohl, aber dir die Servus.